In diesem Video zeigen wir Übungen, die die individuelle Therapie bei Kniegelenksbeschwerden, Kniegelenksschmerzen unterstützen können. Hallo, mein Name ist Gerd Ibele von Online Physiotherapie. In Zusammenarbeit mit der OFA haben wir dieses Video erstellt. Im letzten Video ging es um Ursachen und Symptome bei Kniegelenksbeschwerden, insbesondere Kreuzbandriss, Meniskusriss und einer Kniegelenksarthrose. Heute zeigen wir Übungen mit den Schwerpunkten Beweglichkeit, Kräftigung und Koordination. Die erste Übung ist eine Beweglichkeitsübung. Die wird sitzend durchgeführt. Und zwar so, dass in diesem Fall jetzt das linke Knie gestreckt und gebeugt wird. Man startet unten, dass man Fußzehen hochzieht. Es geht in die Streckung vom Knie. Der Fuß wird lang gemacht und das Knie wird wieder gebeugt. Und dann startet man wieder mit der Streckung und in die Beugung und versucht jedes Mal diese Fußkomponente mitzunehmen, das Anheben des Fußes und das Langmachen des Fußes. Dabei ist darauf zu achten, je nach Beschwerden, wie weit man eben in die Streckung gehen kann, dass man die Schmerzgrenze beachtet, aber man nützt natürlich sonst die Beweglichkeit, die mögliche Beweglichkeit aus. Das Tempo darf ruhig, gemütlich sein und ganz ideal ist die Übung auch durchzuführen oder vielleicht sogar noch besser durchzuführen auf einem stabilen Tisch. Wenn man sitzt auf einem Tisch und dann hat man noch ein bisschen bessere Bewegungsfreiheit für den Fuß. Und diese Wiederholungen kann man ruhig 10-mal durchführen. Und idealerweise macht man 3 Serien, also das heißt 3x 10 Wiederholungen, die Beugung und die Streckung in diesem Bewegungsumfang, der eben möglich ist. Die nächste Übung ist eine Kräftigungsübung. Dazu verwenden wir wieder einen Stuhl, der dient nur als Unterstützung für das Gleichgewicht. Da werden die Hände ganz locker aufgelegt und es wird eine Kniebeuge gemacht. Das heißt, man geht in die Hocke. Dabei verschiebt man das Gesäß etwas nach hinten, geht in die Hocke und richtet sich wieder auf. Wichtig dabei ist, dass man darauf achtet, dass der Druck unter den Fußsohlen gleich verteilt ist. Das heißt, die Gewichtsbelastung, wenn man in die Hocke runtergeht, sollte nicht nach vorne Richtung Zehen gehen und auch nicht Richtung Fersen, sondern wirklich ein ausgeglichener Druck unter den Füßen. Ebenso ist es wichtig, dass die Beine von der Beinachse parallel bleiben und wenn man immer hochkommt wieder aus der Kniebeuge, die Knie nicht überstreckt, nicht in die Überstreckung geht, also in die Hocke, dann wieder nach oben kommen, die Knie nicht überstrecken und direkt wieder eine Kniebeuge machen. Dabei wird darauf geachtet, dass man eben wieder seine Grenze beachtet, was möglich ist, was das Knie mitmacht. Das heißt, wie weit kann ich in die Hocke gehen? Und da beachtet man eben seine Schmerzgrenze und seine Bewegungsgrenze. Die gleiche Übung ist natürlich möglich. Darfst du mal gerade die Hände wegnehmen, ohne die Unterstützung des Stuhls, sondern dass man diese Kniebeuge frei durchführt. Aber auch von den angesprochenen Punkten wird genau das Gleiche berücksichtigt. Und auch hier ist es ideal, 3 Serien durchzuführen, ganz grob, die 10 Wiederholungen, 3x 10 Wiederholungen.
Dann hat man einen schönen Trainingseffekt. Eine effektive Stabilisations- und Koordinationsübung zeigen wir nun im Stehen. Als Hilfe nehmen wir wieder einen Stuhl dazu. Der dient einfach wieder, um die Übung zunächst mal einfacher zu machen. Dabei wird die Hand aufgelegt, also nicht richtig abstützen, sondern nur leicht angelegt am Stuhl. Gut. Dann das betroffene Bein steht, es bleibt stehen und ist im Knie leicht gebeugt, minimal gebeugt. Das nicht betroffene Bein tippt nach vorne und hinten, so dass man immer mit den Zehenspitzen bloß ganz leicht am Fußboden antippt. Jetzt hat eben das lädierte Knie die Aufgabe, dagegen zu arbeiten. Es muss wirklich viel Arbeit leisten und von daher eine ganz effektive auch Koordinationsübung eben. Bei der Richtung vor zurück, die können wir jetzt mal wechseln und zwar links-rechts tippen. Genau, vorne vorbei wird links und rechts getippt, das heißt jetzt das betroffene Knie muss in eine andere Richtung, vor allem seitlich stabilisieren, sodass wir eigentlich alle Richtungen für das Knie trainieren. Wenn man die Übung schwerer machen möchte, dann lässt man die Hand eben weg vom Stuhl und führt so genau die gleiche Übung durch. Man achtet wieder drauf, das betroffene Bein ist im Knie leicht gebeugt und macht so wieder vor zurück und links und rechts. Dieses leichte Antippen. Ideal sind wieder so 10 Wiederholungen vor zurück, 10 Wiederholungen links rechts, eine Pause und das Ganze dreimal hintereinander. Dann hat man einen tollen Trainingseffekt. Genau. Wenn man die Übung dann zusätzlich erschweren möchte, dann schaut man nicht nach unten Richtung Boden oder Richtung Knie, man schaut in die Ferne oder, um es nochmal zu erschweren, man schließt die Augen, was deutlich schwierig ist, aber eben noch mehr Effekt hat. Eine zusätzliche Komponente, um die Übung noch anders zu gestalten, wäre zum Beispiel die Verwendung einer Matte. Das heißt, das betroffene Bein steht auf einer Gymnastikmatte. Da wird es noch mal labiler, das Bein muss noch mal mehr arbeiten. Aber diese verschiedenen Komponenten, wo ich jetzt angesprochen habe, die muss man abwägen, je nachdem, wie das Knie von den Beschwerden das mitmacht. Das heißt, wie ist der Schmerz, wie stabil ist mein Knie, kann ich die Übung so ausführen. Drum die einfache Variante mit Halten, bis hin zu mit geschlossenen Augen so eine Übung durchzuführen. Als letzte Übung zeigen wir nun noch eine ganz wichtige Dehnung, gerade bei Kniegelenksproblemen. Wieder dient der Stuhl als Hilfe, nur auch zum Abstützen. So, das betroffene Bein, in diesem Fall das linke, wird nach hinten gestellt und zwar so weit, also man hat wie so einen Ausfallschritt, so dass in dem Fall die linke Ferse noch auf dem Boden aufkommen kann, noch Kontakt hat mit dem Boden, dann sollte das linke Knie weitestmöglich durchgestreckt sein. Das ist ebenso wichtig, bei den verschiedenen Krankheitsbildern häufig die Kniestreckung das Problem ist, dass die nicht mehr ganz möglich ist. Darum ist diese Übung so wichtig. Und in dieser Streckung kriegt man in aller Regel dann eine Dehnung in der Wadenmuskulatur, kann hochziehen bis zur Kniekehle und man bleibt dann in dieser Dehnstellung so ganz grob für eine Minute, macht nach der Minute eine Pause wieder und macht das zweimal hintereinander, also zweimal eine Minute in dieser Dehnstellung. Wichtig nochmal dabei ist, dass das Hauptgewicht in dieser Schrittstellung aber auf dem gesunden Bein eher vorne ist und das linke ist mit dieser Ferse hinten abgelegt, aber ganz locker abgestellt. Genau. Und dann muss man auch wieder für sich entscheiden, wie weit kann ich in die Streckung des Knies gehen, was lässt denn meinen Schmerz zu und die Beweglichkeit zu. Jetzt hoffe ich, dass die Übungen gut umsetzbar sind und im Namen von Online-Physiotherapie
und der OFA bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.